Hallo zusammen! In diesem Video geht es um die Frage, die ich mit Abstand am häufigsten gefragt werde. Mindestens einmal pro Woche schreiben mich einer oder eine von euch über Facebook an und fragen mich: Cassie, wie war es, ein Jahr lang im Ausland zu sein mit Freund oder Freundin? Vorweg will ich gleich mal sagen, ich führe keine perfekte Beziehung. Ich denke, so etwas gibt es nicht. Jeder streitet, jeder hat seine Macken. Und ich will euch in diesem Video auch keine Beziehungstipps geben. Jeder ist unterschiedlich, jeder hat verschiedene Einstellungen, verschiedene Partner und so soll es natürlich auch sein. Aber wie gesagt, ihr fragt so oft danach und in diesem Video sage ich euch einfach all das, alle meine Erfahrungen und Einstellungen zu diesem Thema, die ich euch sonst über Facebook immer schreibe. Aber zuerst kurz zu meiner Story. Ich bin 2013 nach Amerika ausgereist für ein Jahr, um Au-pair zu werden. Zu dem Zeitpunkt, zu dem ich ausgereist bin, war ich mit meinem Freund damals schon 3,5 Jahre, glaube ich, zusammen. Und wir sind immer noch zusammen, mittlerweile 6 Jahre. Und dann sind wir gleich schon beim ersten Punkt, was ich denke, was sehr viel hilft, um so ein Jahr gut zu überstehen mit einem Partner. Und ich denke, das ist einfach die Zeit, die man schon vorher zusammen ist. Wie gesagt, bei mir war es 3,5 Jahre. Alles, was über 1,5 Jahre ist, denke ich, ist einfach eine gute Basis, um danach auch ein Jahr lang getrennt voneinander leben zu können und immer noch zusammen zu bleiben. Es ist natürlich keine Garantie dafür, aber ich denke, es ist einfach viel machbarer, wenn man den Partner schon so in- und auswendig kennt und schon lange und viel miteinander durchgemacht hat, als zum Beispiel, wenn man erst 1 oder 2 Monate zusammen ist. Natürlich ist das dann auch schaffbar, wenn es einfach der richtige Partner ist. Und dann kommen wir schon zum zweiten Punkt, über den ich sprechen will, und ich persönlich finde, das ist absolut das A und O, um so ein Jahr zu überstehen. Ein Au-pair-Jahr oder ein Auslandspraktikum, ein Auslandssemester, ein Work-and-Travel-Jahr, das sind meistens einmalige Chancen, die ihr wahrscheinlich nie wieder in eurem Leben so wahrnehmen könnt oder die ihr nie wieder geboten bekommt. Bei mir persönlich war das so zumindest. Ich habe mein Abi gemacht, wusste dann nicht, was ich machen soll direkt vor meinem Studium, und ich dachte mir eben, wenn ich studiere und dann gleich danach arbeite, werde ich nicht nochmal aufhören, ein Jahr lang ins Ausland gehen und babysitten. Das werde ich persönlich einfach nicht machen. Darum dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt kein Au-pair-Jahr mache, dann werde ich es nie, nie wieder machen. Darum war für mich klar, wenn dann, ich nutze die Chance jetzt oder niemals. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich am wichtigsten finde. Und zwar ist es, denke ich persönlich, dass einfach sich beide Partner im Klaren darüber sein müssen, was für eine einmalige Chance das ist, und es dem anderen gönnen müssen. Das muss auch nicht immer der Freund sein, das können genauso Freundinnen sein oder Eltern. Wenn diese nicht erkennen, was das für euch bedeutet, was für ein Traum das für euch ist, was für eine Chance und ein einmaliges Erlebnis, und sie euch da nicht unterstützen, sondern euch irgendwie blockieren, hindern, zurückhalten, dann finde ich das einfach schlimm und einfach die falsche Reaktion. Wie gesagt, erwarte ich von meinem Partner, dass er mich unterstützt, dass er sagt, wie es zum Glück mein Freund gemacht hat, mach das, ich helfe dir, wir überstehen das Jahr, das wird kein Problem, wir machen das schon. Und stellt euch vor, ihr nutzt diese Chance jetzt nicht und in 2 Jahren deswegen irgendwas blödem Schluss. Dann schaut ihr zurück und denkt euch, oh Mann, hätte ich das bloß mal gemacht und mich nicht von irgendjemand hindern daran lassen. Aber zu sagen, du darfst nicht gehen, ich verbiete dir, diesen Traum zu leben, diese Chance zu nutzen, das ist bei mir einfach ein No-Go und das würde mir schon zeigen, das ist absolut der falsche Partner für mich. Außerdem, wer weiß, vielleicht kommen in eurem Leben und eurer Beziehung noch viel schlimmere Sachen auf euch zu, als nur ein Jahr getrennt voneinander zu sein, seien es familiäre Probleme, Krankheiten, finanzielle Probleme, wer weiß das schon? Niemand. Und darum, wenn ihr aus diesem Jahr zurückkommt und immer noch glücklich miteinander seid, dann ist eure Beziehung stärker als jemals zuvor, denn ihr seid nicht nur miteinander glücklich und ein tolles Paar, sondern ihr seid es auch über eine Distanz und könnt euch einfach auch über diese Distanz hinweg unterstützen und füreinander da sein. Und darum könnt ihr bei jedem Streit, der nach dieser Zeit auf euch zukommen wird, zurückdenken und euch fragen, okay, warum streiten wir uns eigentlich wegen so etwas Blödem? Wir haben das geschafft, warum sollte uns diese Situation jetzt auseinanderbringen? Dann fragen mich sehr viele immer noch, oh, wie hattet ihr den Kontakt? Aber ich sage euch, das ist wirklich absolut null Problem. Es gibt WhatsApp, wir haben uns jeden Tag geschrieben, Bilder und Videos geschickt. Es gibt FaceTime, es gibt Skype und durch die Zeitverschiebung, wenn es bei uns morgens war, war es bei denen abends, hier bei meiner Familie oder meinem Freund. Wir konnten jeden Tag skypen, wenn es möglich war und die Kiddies im Kindergarten oder in der School waren. Also Kontakt zu halten ist wirklich das geringste Problem. Außerdem habt ihr während zum Beispiel einem Au-pair-Jahr 2 Wochen Urlaub, die ihr ganz einfach mit eurem Schatz verbringen könnt. Und selbst wenn ihr die spießigste Gastfamilie habt, die sagt, nein, wir möchten keinen Mann im Haus, wir möchten das nicht, dass er herkommt, whatever. Ihr könnt euch einfach irgendwo anders treffen. Sagen wir, ihr wolltet schon immer nach New York. Warum trefft ihr euch nicht einfach
2 Wochen lang in New York, macht dort Urlaub miteinander und glaubt mir, das wird der schönste Urlaub eures Lebens und der beste Moment, wenn ihr euch am Flughafen wieder seht. Ich hoffe, meine Erfahrungen und Einstellungen haben euch irgendwie geholfen und ich hoffe, ich konnte euch irgendwie motivieren, auf jeden Fall solche Chancen zu nutzen. Redet viel mit eurem Partner darüber, erklärt ihm eure Situation. Ich glaube wirklich, reden ist auch einfach der Schlüssel dazu, denn wie gesagt, ihr müsst euch einig sein und beide dasselbe für den anderen wollen und euch unterstützen. Falls euch das Video gefallen hat, würde mich sehr riesig über einen Daumen nach oben freuen. Das hilft mir immer sehr viel weiter. Und ja, falls ihr weitere Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentarbox. Vielleicht kommt ja noch ein weiteres Video zustande. Ansonsten beantworte ich sie euch einfach unten. Und damit würde ich sagen, das war's für dieses Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Muah.